Vitalik Buterin hat 500.000 US-Dollar aus Ethereum an den Tierschutzfonds Animal Welfare Fund gespendet. Die Gelder stammen aus Meme-Coins mit Tiermotiven, die ihm verschiedene Kryptonutzer gesendet haben. Investoren senden oft Kryptowährungen an bekannte Persönlichkeiten wie Buterin, um ihre Token zu legitimieren. Ein Beispiel hierfür ist Shiba Inu, Shibe, dessen Kurs stark stieg, nachdem Token an Buterin gesendet wurden. Buterin bevorzugt jedoch direkte Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen und rief dazu auf, dies zu tun. Im aktuellen US-Wahlkampf appellierte Buterin, die Motive pro Kryptopolitiker kritisch zu hinterfragen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere News zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal und schau dir das nächste Video an.